Heimat irgendwie ist gleich Kitsch. Oder Heimat steht zumindest schon mal in der Gefahr, kitschig zu sein. Und wir haben es ja natürlich jetzt auch die letzte Zeit mit diesen, überall in den Kneipen, in den Wohnungen, haben wir diese Alpen-Accessoires. Es röhrt ja wirklich von allen Couchen. Jeder hat ein Kissen mit einem röhrenden Hirsch und jeder hat ein Kissen mit einem Eichhörnchen. Und manche von den Kissen sind noch beleuchtet. Und alle meine Freundinnen haben Geschirr, wo ein Hirsch drauf ist und so. Die haben mit Natur nichts am Hut. Aber für eine gewisse Zeit hat es echt aus allen Wohnzimmern ja rausgegangen, Hofer. Heimat ist wieder in Mode. Doch was hat es mit dieser neuen alten Sehnsucht auf sich? Wie spiegelt sie sich in Literatur und Film, damals bei Ludwig Ganghofer und genauso heute? Es gibt ein Zitat von Ludwig Ganghofer, das heißt, wen Gott liebt, den lässt er fallen in dieses Land. Und die Berchtesgadener glauben, dass das Zitat bei ihnen entstanden ist. Wir im Geistal, in der Leutasch glauben, dass das Zitat bei uns entstanden ist, aber es spielt auch überhaupt keine Rolle. Ich glaube, dass Ganghofer einer war, der hat über dieses Zitat den Heimatbegriff für sich definiert. Er hat sich hier sehr wohl gefühlt. Er hat zum Beispiel in Das Schweigen im Walde sehr, sehr viel beschrieben, wie er ins Geistal reinfährt, was er dort hört, riecht, spürt, was er sieht. Und man hat richtig gespürt, wie er das liebt. Heimat ist für mich der Raum, der Ort, an dem ich geboren bin, durch den Zufall. Und es entwickelt sich über die Kindheit und Jugend hinweg ein Gefühl der Vertrautheit. Und immer, wenn ich diese Vertrautheit wiedererlebe, sei sie bedingt durch einen Kirchturmglockenschlag der Kirche meiner Kindheit oder der Geruch des gemähten Grases des Nachbarn, wann immer dieser Geruch, wann immer dieses gemähte Gras oder der Kirchturmglockenschlag irgendwo wieder auftaucht, wo ich mich aufhalte, was auch mit meiner Kindheit und dem Ort gar nichts zu tun hat, da entwickelt sich Vertrautheit und Vertrauen in den guten Gang der Dinge. Und das ist für mich Heimat. Wenn man am Reißbrett eine perfekte Landschaft designen würde, wie man so schön sagt, würde man wahrscheinlich in Vordergrund ein paar Seen legen, dann würde man erstmal ein paar Hügelchen machen, dann hinten ein paar spektakuläre Felsenberge. Man würde, glaube ich, auch keinen ganz blauen Himmel machen, sondern eher ein paar Wolken, weil es einfach besser aussieht. Und dann würde ich immer im Vordergrund einen Biergarten hinstellen. Also auf jeden Fall. Das hier ist so eine Gegend, in der ich aufgewachsen bin, die ist so herrlich unaufgeregt, sag ich mal. Die ist auch irgendwie, die Romantik steckt irgendwie im Unaufgeregten. Es ist nicht Berge und Alm und Alpen, was irgendwie Ganghofer so in seinen Filmen porträtiert, sondern es ist so eine nichtssagende Landschaft eigentlich. Es passiert hier nicht viel, so leichte Wellen, das war's schon. Ludwig Ganghofer dagegen liebt es dramatisch. Er liebt die Jagd und das Hochgebirge. Natur als Urgewalt, als Schicksalsgöttin. Dabei ist Ganghofer eigentlich ein Städter. Ein echter Künstlerbohemier. 100 Jahre nach seinem Tod wirken seine Heimatromane wie aus einer anderen Welt. Eine karge, abgeschiedene Welt, in der es strenge Standesgrenzen gibt, die nur die Liebe überwinden kann. Hatte der Erfolgsautor genug vom Schreiben und Jagen, stieg er hinab ins Tiroler Leutaschtal und kehrte ein. Hier findet sich der einzige Innenraum mit Original Ganghofer Patina. Ja, da ist noch gemeiner in die Stube. Da ist der Ganghofer noch ein bisschen lebendig zum Angreifen. Ist wohl gern als Gast da gehockt und hat einen wunderschönen Hausspruch hinterlassen oder hinterlassen gewidmet hat dann eigentlich nicht. Im lieben schönen Leutaschtal, da liegt ein Haus so traut, dass jeder müde Wandersmann mit hoher Freude schaut. Er schaut. Und wer nur je das Tal durchzog, der kennt die Schenke fein. Das ist gut. Ein jeder lobt die Gastlichkeit und auch den guten Wein. Paragraph 11. Der Paragraph 11 hat mit dem Spruch nichts zu tun. Das war Sperrstundparagraph. Also okay. Vor Kastelrot ist natürlich nie eingehalten worden. Ne? Und drüber hängt der Lucky, der Ganghofer, wie er früher in der Stube da war. Genau, ja.
Ich habe vor ungefähr 10 Jahren das Ganghofer Museum übernommen als Leiterin. Und ja, dann automatisch muss man sich mit Ludwig Ganghofer auseinandersetzen. Und ich hatte eigentlich am Anfang ein ambivalentes Verhältnis zu ihm, weil ich kannte ihn nur von den kitschigen Heimatfilmen, die in den 50er und 60er Jahren entstanden sind. Und da habe ich mir gedacht, um Himmels Willen, das ist überhaupt nicht mein Geschmack, aber irgendwas muss an dem Mann dran sein, dass es ein Museum gibt und dass er hochgehalten wird. Also habe ich mir mal vor seinen Schreibtisch gesetzt, habe seine Büste angeschaut und habe gesagt, Lucky, was machen wir zwei jetzt? Wir müssen irgendwie zusammenkommen. Und natürlich habe ich dann recherchiert, habe nachgelesen, habe geforscht und bin draufgekommen, dass der Ludwig Ganghofer ein ganz interessanter Mensch war. Ein Schriftsteller, ein Jäger, aber vor allem ein interessanter Mensch. Von den Tantiemen seiner Heimatromane pachtet Ludwig Ganghofer eine imposante Jagd im Wettersteingebirge. Dort hält er Hof. Zum Beispiel der Ludwigstag im August war ihm immer sehr, sehr wichtig. Den hat er zelebriert. Da hat er viele Leute eingeladen, auch die Gemeinde, die Musikkapelle, die Schützen. Wenn man bei Ganghofer zu Gast war, dann war man jemand. Richard Strauss war da, Rainer Maria Rilke und ein ganz wichtiger natürlich Ludwig Thoma, einer seiner besten Freunde, der immer wieder mit dem Fahrrad in die Leutasch gekommen ist und einen Ganghofer besucht hat. Er hat dann immer ein Gruppenbild gemacht, hat er alle in Szene gesetzt und mit seiner Kamera festgehalten. Er war selber mit drauf, aber er hat die Kameraeinstellung gemacht, dass das Jagdhaus alles mit drauf war. In den Heimatfilmen heute sehen die Dörfer oft nicht mehr so idyllisch aus. Und doch ist die Erzählidee eine ähnliche. Das Dorf als Reagenzglas. Je langweiliger, desto besser. Die Lage, die wir haben, ist fast schon so ein bisschen schizophren an der baden-württembergischen Grenze. Es ist aber noch Bayern. Kein Mensch weiß, es ist einer der größten Regierungsbezirke Bayerns. Und viele wissen nicht mal, dass es Bayerisch-Schwaben gibt. So. Und das finde ich schon sehr spannend, weil die Leute sich natürlich hier zu 100% als Bayern sehen. Und im Endeffekt aber nicht mal als das akzeptiert werden. Also das Bedürfnis, eine Geschichte hier zu erzählen, im ländlichen Raum oder an dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin, das hatte ich schon ganz lang und wirklich umgesetzt habe ich es dann, als ich mit dem Studium fertig war. Also ich war dann 6 Jahre im Ausland, habe in Madrid und London studiert und kam dann zurück. Es war wirklich im Nachhinein, glaube ich, auch so eine Flucht nach hinten, weil ich nicht wusste, wie es nach vorne weitergeht. So. Und ich war natürlich auch total ermüdet nach 3 Jahren London und Moloch, muss man ja schon fast sagen. Ich hatte auch immer so eine Hassliebe zu der Stadt. Und bin dann einfach zurückgezogen nach Bubenhausen. Was nicht wirklich die beste Idee war in dem Moment für mich, aber dann im Endeffekt zu diesem Film geführt hat und zu allem, was dann kam. 10 U-Bahn-Linien, dazu 152 Buslinien, ein Club für jeden Tag im Jahr, immer neue Designerdrogen, 6 Start-ups täglich, 3 Millionen Menschen, unendlich viele Geschlechter und viel Verkehr. Und jetzt habe ich keine Wahl mehr. Nur ein Bus, nur Scheißclubs und Bubenhausen. Jetzt werde ich bekocht und es wird endlich mal geheizt. Entschleunigen. So sehr, dass ich die Zeit nicht nur angehalten, sondern zurückgedreht habe. Ja, dann kommt man halt hier an und auf einmal ist man halt nicht mehr so die Meisterschülerin, die alle Professoren lieben, sondern es wird einfach nur gefragt, wie viel man am Ende vom Monat verdient und wann das endlich mit der Festanstellung klappt. Und dann ist man eigentlich irgendwie so ein bisschen so ein Loser. So. Es interessiert halt einfach keinen, ob man auf der besten Kunstuni Londons war, was auch sehr sympathisch ist. Aber das war dann halt so ein bisschen die Situation, in der ich mich befunden habe und was auch eigentlich konkret die Geschichte von Toni ist, die dann eben zurückkommt in das Dorf.
Ganghofer hat im Laufe seines Aufenthalts hier in Leuthersch Hausbücher geführt. Insgesamt gibt es 3 vom ersten Tag an, wo er hier war. In diesen Hausbüchern haben sich Gäste eingetragen. Es wurden kleine Geschichten eingeschrieben. Es gibt sehr viele Fotos. Es gibt jede Menge und es zeugt einfach vom Leben im Jagdhaus im Laufe der Zeit, die er hier verbracht hat. Ganghofer wollte ja unbedingt bei uns die Hirsche etwas aufpeppen, also dass mehr Temperament reinkommt, und hat sich dann eben gedacht, er holt einen Hirsch aus Ungarn. Der wurde dann im Gaisterl drinnen mit der Flasche aufgezogen, der war noch sehr jung, er wurde gefüttert im Gehege. Und schließlich war es dann im Herbst so weit, dass er alt genug war und hätte ausgewildert werden sollen. Und Ganghofer meinte eben, so, jetzt machen wir die Gehegetür auf und er soll in den Wald gehen und seines Amtes walten und eben das Temperament der Hirsche etwas in Schwung bringen. Und der junge Hirsch aber, der war halt, ist immer gefüttert worden von einer Hausangestellten und hat sich gedacht, warum soll ich im Wald gehen, und ist schnurstracks zum Gesindehaus und wollte dann eben zu seiner Auserkorenen gehen, die ihn immer gefüttert hat. Und das war natürlich nicht gerade gut, weil er ist dann sehr wild geworden. Er hat mit seinem jungen Geweih die Fensterläden aus den Angeln gehoben, mit den Hufen die Fenster eingeschlagen. Ganghofer wollte ihn dann ablenken, in den Wald führen, aber schlussendlich musste er ihn dann erschießen. Und dann hat er das einfach gelassen, hat gesagt, das hat keinen Sinn. Hallo. Hallo Max, hallo Lisa. Grüßt euch. Wollt ein bisschen nach die Rehler schauen? Ja, was machen Sie? Ja, die waren jetzt gerade in die Hütte, aber vor 5 Minuten aufgemacht, jetzt sind sie da außen rumgelaufen und sind wahrscheinlich irgendwo da in der Hecke sind sie drin. Und trinken sie schon? Also ja. Aus der Flasche? Nein, aus der Flasche nicht, da wollen wir es nicht. Wir haben die Schale reingestellt mit Milch und glücklicherweise trinken sie schon aus der Milch raus, aus dieser Schale. Und wieso nicht aus der Flasche? Weil sie da, wie beim Hansi, weißt du, der ist zu zutraulich geworden, also das wollen wir nicht mehr, dann wird er unter Umständen, wenn in die Prumpf kommt, zu böse. Und so, deswegen wollen wir einfach Distanz halten zu den Rehen. Nicht mit den Reden, nicht streicheln, nur anschauen. Schaffe ich. Also, die sollen nicht erschrecken. Auf. Tags zuvor hat Lisa Millers Vater 2 verwaiste Rehkitze gefunden und sie bei einem Freund in Obhut gegeben. Wie schon der Vater von Ganghofer ist auch Lisas Vater Förster. Die Sehnsucht nach Heimat bedeutet für viele auch ein Sehnen nach Natur. Ganghofer war ein Meister der Naturbeschreibung. Die Natur war für ihn ein Katalysator, dramatisch und unberechenbar. Sie erst führt die Liebenden zusammen. So, jetzt habe ich mal, was bei mir im Bücherregal so rumstand vom Ganghofer. Die sind ja alle schon Jahrzehnte alt, die habe ich vor allem in meiner Jugend gelesen und später aber auch noch jetzt noch manchmal. Das so Adlerjagd sind, so Jagd- und Jägergeschichten, wo so Typen schildert. Dann, ja, das war der Bestseller, kennt jeder, x-mal verfilmt. Der Jäger vom Fall, das geht also auch um einen Jäger und eine Sennerin mit dem ledigen Kind. Auch sehr verworren, mit ganz vielen Missverständnissen, aber am Schluss kriegen sich die dann. Klosterjäger, das ist ein Roman, ein historischer, schreibt er auch immer mal wieder, wo im Mittelalter eher spielt. Waldrauschen, auch wieder was ganz Dickes, da geht es also um eine ganz ausgeprägte Fichtenblüte, die sich die Leute am Schluss nicht mehr erklären können und sozusagen ein ganzes Dorf in Raserei versetzt. So, dann hole ich noch mal was ganz Besonderes. Also ich habe tatsächlich sogar mehrere Ganghofers gelesen und das ist dieses, ich nenne das mal das Corbinian-Bayerisch. Man versucht so ein Zwischending von Borisch zu finden, was irgendwie jeder als Borisch identifiziert. Was natürlich Nonsens ist, weil schon ein Tal weiter würden die Leute wahrscheinlich schon ganz minimal andere Umlautungen oder so sprechen.
Ich habe ja zwei Serien. Es gibt die eine mit dem Kommissar Weinzel, die im Allgäu startet und dann im Pfaffenwinkel übergeht. Und in der Irmi Mangold gibt es schon zwei Kollegen, speziell jetzt den Seiler. Das ist ein werdenvolles Urgestein, den kannst du ja nicht Hochdeutsch sprechen lassen. Aber die dürfen in ganz kurzen Sequenzen Dialekt sprechen. Und der Trick ist natürlich für den Leser in Kiel oder Flensburg, dass immer jemand auf Hochdeutsch antwortet. Seit Lisa Miller in Bubenhausen gedreht hat, weiß sie die kurzen Wege im Dorf zu schätzen. Ihren Film konnte sie nur mit der Unterstützung von Freunden und der Familie umsetzen und über Crowdfunding. Ein Kraftakt, der zusammenschweißt. Inzwischen ist in Bubenhausen eine richtige Filmfamilie herangewachsen. Besonders wichtig bei der Entwicklung des Drehbuchs war Freundin Nadine Sauter. Hi! Hi, die gar nicht gesehen, war das schon länger. Vamos. Eigentlich kennen wir uns schon immer. Wir kennen uns schon immer, ja. Ich meine, das ist ein 600-Einwohner-Dorf, da kennt man sich. Vor allem, wenn man fast gleich alt ist. Also ja. Uns trennen so 2 Jahre. Wir waren beide Doors-Fans. Ja, Lisa hat mich schon, inspiriert. Also durch The Doors. Und ich war auch immer gern bei ihr. Setzen wir uns da drauf, oder? Nadines erste ganz große Rolle war in eigentlich dem ersten Stück, was ich jemals geschrieben habe. Ja, stimmt. Da hat sie ihre eigene Oma gespielt, könnte man so sagen. Intrige hoch 3. Das war ein schwäbisches Lustspiel. Also ich hatte es irgendwie schon mit 16 habe ich das, glaube ich, geschrieben. Und das haben wir hier auch aufgeführt. Und daher wusste ich schon, dass Nadine definitiv Potenzial hat. Also es war nahezu skandalös, ihre Rolle. Ich bin richtig aufgegangen, als die Oma, ja. Und das war dann irgendwann später, habe ich irgendwie Kathi, die Toni im Film spielt, und Nadine zusammen erlebt, wie sie zusammen gespielt haben für einen kleinen Videoclip. Und dann habe ich mir das so angeschaut und habe mir gedacht, wow, da ist irgendwie eine Chemie, die ich total interessant finde. Und auf einmal wusste ich auch, welche Geschichte ich erzählen möchte. Also es ist nicht komplett meine Geschichte, sondern ein Teil meiner Geschichte. Und ich glaube, die Hauptgeschichte dazu ist die Homosexualität im Dorf. Und das ist wirklich 1:1 aus Landrauschen. Ich dachte, ich bin geisteskrank. Und es gibt niemand sonst außer mich. Also ich war dann halt auch noch 12. Und ich kannte keine Homosexuellen. Wirklich nicht. Und ich dachte wirklich, mit mir stimmt was nicht. Das ist auch ein sehr. Meine Eltern sind auch sehr katholisch und da wird es halt auch so gelebt und Mann und Frau, und das war für mich so, das muss ich weghaben, das darf nicht sein. Ja, und da hatte ich natürlich einen inneren Konflikt. Und Rosa, was macht die Liebe? Ist kompliziert. Oh, die Frau. Ich kenne das Problem. Hm. Alex! Ey! Komm, wir packen wieder. Ja, also gut. Meine Rosa, wenn einmal einer wie ich über die drüber rutschen lässt, dann wirst du auch gleich wieder umdreht. Auf, komm, schaffen wir's. Opa, Opa, auf, Dani kann auch ein Arschloch sein. Aber du verstehst das Arschloch in ihm. Du kannst es akzeptieren. Also es ist nicht nur ein Neo-Heimatfilm, sondern es ist auch ein queerer Film im Dialekt. Das war schon auch meine Intention, dadurch so eine Normalität und eine Selbstverständlichkeit reinzubringen. Also von der einen Seite. Und von der anderen Seite das Genre Heimatfilm, also dass eben diese Komponente des Lebens im 21. Jahrhunderts ganz natürlich da eingefügt wird.
dass auch der Heimatfilm dem nicht mehr auskommt. Längst hat auch der Heimatkrimi seinen Stil gefunden. Natur dient nur noch als Kulisse. Was interessiert, ist das Dorf. Das Dorf und seine Durchschnittsbürger. Mit all ihren Marotten, ihrer Langeweile, ihrem kleinen, unspektakulären Glück. Leseheimat, in der man sich geborgen fühlt. Also ich kann sagen, dass ich mit der Eröffnung der Buchhandlung gleich den Heimatboom hatte. Also mich gibt es seit 2006. Und wir hatten gleich von Anfang an Heimatkrimis. Kein schönes Wort, finde ich. Oder was sagst du dazu? Also ich persönlich mag den Ausdruck Heimatkrimi, eigentlich auch Regionalkrimi, nicht wirklich. Es gibt ja auch an der Ostsee, auf Sylt, in der Eifel, im Schwarzwald sogenannte Regionalkrimis. Komischerweise erwartet man von denen aber nicht, dass sie klamaukig sein müssen. Der Begriff Regionalkrimi und Heimatkrimi ist beim bayerischen Krimi, auch im Fernsehen, kennen wir ja alle, immer damit verbunden, dass es wahnsinnig viel Slapstick ist, wahnsinnig viel Schenkelklopfer und dass die Ermittler anscheinend immer ganz leicht dämlich sein müssen. Also es gibt vielleicht schon wirklich diesen Schenkelklopfer-Krimi. Aber es gibt natürlich auch Krimis, die schon in der Gegend spielen, wo man diesen Wiedererkennungseffekt hat, den viele Leute lieben. Aber ich habe auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten hier vor Ort. Was weiß ich, wie das Waldbaden oder die Wölfe, auch so ein heißes Eisen. Also sie ist immer irgendwie an der Zeit ran und sucht sich etwas raus, was sie beschäftigt und natürlich auch viele andere hier. Schon Ludwig Ganghofer lässt die Moderne mit all ihren Problemen in die Bergwelt einbrechen. In Waldrausch schildert er den Bau einer Talsperre. Für das Großprojekt werden italienische Arbeiter angeheuert. Die Fremden sind fleißig und ehrlich, beten sogar zum selben Gott. Und doch erschüttern sie das Gefüge der Gemeinde empfindlich. Mit jedem Tag mehr wächst die Anspannung und die Bereitschaft zur Gewalt. Auch die Natur leidet, seit ihr die jungfräuliche Unberührtheit genommen wurde. Sie rächt sich mit einer Jahrhundertwaldblüte, die erst zu kollektiver Euphorie und dann zu tiefer Depression führt. Von Ludwig Ganghofers Waldrausch zu Lisa Millers Landrauschen. Wieder sind es Fremde, die die Dorfgemeinschaft irritieren. Hey Jungs! Hi! Hallo! Hallo. Sag mal, kennst du die? Ja klar, die sind immer mal wieder, weißt, bei der Rosa in der Einrichtung. Schon komisch. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ja, überall die fremde Leid. Man kennt ja bald keinen Menschen mehr. Da wohnen genau 20 Leute. Ja, aber die haben ja eine ganz andere Kultur. Man weiß ja gar nicht, wie sie ticket, die Neger. Kannst du bitte nicht Neger sagen? Wieso? Das ist ein ganz normales Wort. Das habe ich schon als Kind gesagt. Die sind bei uns, dann soll sie sich an uns anpassen. An dich oder an mich? Das ist die Sehnsucht, um die es geht. Dass die Aufwertung des eigenen immer die Abwertung des anderen bedeutet und ein Überlegenheitsgefühl zum Ausdruck kommt, das kulturell und sozial ja gar nicht gerechtfertigt ist, weil die Menschen sind gleichwertig und gleich. Und insofern ist diese Art von Instrumentalisierung des Heimatbegriffes durchaus sehr brisant und eigentlich auch gefährlich. Heimat hat eine positive Assoziation, aber auch eine negative, weil man dort mit Heimat auch vielleicht konservatives Verhalten sublimiert oder festhalten an überkommenen Anschauungen, vielleicht auch ein bisschen rechtspolitischen Einfluss. Die AfD hat was ganz Cleveres gemacht, das muss man einfach zugeben, auch bei sehr stark berechtigter Kritik. Sie haben plakatiert im letzten Bundestagswahlkampf: Hol dir dein Land zurück.
Und sie haben die Antwort überhaupt nicht gegeben auf die Frage, wem gehört das Land eigentlich? Wer kommt denn da rein und nimmt uns das Land weg? Und wem gehört das Land sozusagen im Namen des Volkes? Und sie sprechen im Namen des Volkes, deswegen sind sie Populisten. Und indem man das Volk fundamentalisiert, indem man sagt, das Volk ist das Entscheidende und wer gehört zu diesem Volk? Und aus Sicht der AfD sind das halt Abstammungsprinzipien, die da eine Rolle spielen, ethnischer Art. Man schreibt sich quasi in eine bestimmte Traditionalität und Geschichtlichkeit ein, die weit, weit länger zurückreicht als nur das über eine Generation hinweg. Also das ist mit der deutschen Verwurzelung auch des Heimatbegriffes gemeint. Und deswegen sind die Kritiker auch so wachsam, weil es in der Tat etwas ist, was wir schon mal hatten, 33 fortfolgende, dass das versucht wurde, völkisch zu betrachten. Und das passiert jetzt wieder. Und deswegen ist jede Kritik und jede Wachsamkeit auch angebracht. Lisa Millers jüngerer Bruder Alex hat in Bubenhausen eine Werkstatt für alte Mopeds aufgebaut. Selbstverständlich hat er seiner Schwester bei den Dreharbeiten geholfen. Und natürlich hat er das Gerede im Dorf mitbekommen. Nun ist er froh, dass sich der Trubel wieder gelegt hat. Hi. Hi. Ich weiß noch nicht mal mehr, welches es von beiden war. Das sind das schon natürlich. Ich weiß nicht, warum in jeder Workshop diese sexy Kalender sind. Ja. Die kommen von selber, wie gesagt. Geil, rauscher Fußweg. Mhm. Das wollten wir schon immer haben und es passt halt gut rein. Also. Ja, ich glaube, dass das war auch einer der Titelgründe für Landrauschen, war auch der Rausch, weil es so Dorfjugend und Rausch, und da gibt es unterschiedliche Positionen und manche sind scheinheiliger als die anderen, aber Dorfjugend und Rausch ist einfach eins. Für den Filmtitel war ein Beweggrund nicht nur der Alkoholrausch, wir haben auch uns wirklich direkt an die Heimatfilmtitel angelehnt. Und das war für uns auch das Birkenrauschen und das Flussrauschen, das Arbeitsrauschen, weil immer irgendjemand irgendwas sägt. Ja, es ist sehr viel Wahres dran. Es gibt viele Vollidioten. Man merkt sie vielleicht auf dem Dorf sogar ein bisschen mehr, weil einfach die nicht mehr in der Menge untergehen können. Aber insgesamt, ja, die Leute sind zwar konservativ, aber wenn jetzt da wirklich einer richtig über die Stränge schlägt, dann wird der auch hier nicht mehr geduldet. Also das ist wirklich, also wenn jetzt da einer mit großen Nazi-Parolen rumkrakeelt. Ich glaube, hier hat so jemand gar nicht Platz, das ist alles schon besetzt, ohne es jetzt gleichsetzen zu wollen. Aber ich glaube, die Leute sind hier sehr parteitreu. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die haben in ihrem Leben noch nichts anderes gewählt als CSU. So. Ja, die politisierende Kraft steht da drüben. Also. Was? Es gibt immer wieder. Es kommt immer. Außenseiterin, aber das heißt. Ja, genau. Also es kommt meistens zu Debatten doch gern, wenn du auch da bist. Eigentlich hauptsächlich, weil dann halt wirklich mal zwei Seiten aufeinander prallen und der Rest ist entweder konservativ oder geldheil. Ich bin der linke Flügel. So, das deutsche Jägerbuch. Jagdgeschichten, die man teilweise auch in anderen Büchern findet. Also das fasziniert mich eigentlich so, hauptsächlich diese Naturbeschreibungen, die Geschichten, die ihr so schreibt, die Liebesgeschichten, das interessiert mich nicht so sehr. Das ist ja manchmal, man würde fast sagen, kitschig und er stellt ja die alle so, es gibt nur die Landbevölkerung ist alle ganz gut und sehr brav und obrigkeitshörig, alle ziemlich naiv ein bisschen, aber richtig gut im Herzen. Es war kurz vor dem Ersten Weltkrieg, in der Zeit, wo seine Romane am populärsten waren. Und ich glaube einfach, dass die Menschen auch diese heile Welt brauchten. Es ist immer so, in schwierigen Zeiten brauchen die Menschen ja, ein Stück Illusion.
Ich glaube, wir kennen das auch selber, wenn wir Filme anschauen, wo alles gut ist. Dann trifft man ein bisschen weg, ein paar Minuten oder eine Stunde, egal wie lange der Film dauert, und man fühlt sich wohl. Und man vergisst seine Sorgen. Und ich glaube, das war genau der Punkt, den die Leute damals gebraucht haben. Der Einblick in die Geschichte von damals, wie die Leute gelebt haben, was für Typen waren, wie es mit der Jagd war, das Landleben. Da ganz bekannte Gestalter, Adlerjäger Leo Dorn, den gab es tatsächlich bekannt, weil er ganz erfolgreicher Jäger war. Kommt da in irgendeinem Buch vor. Der Sommerfrischler, das ist ja ein tolles Bild. Den hat zwar schon Lederhosen und Schuhe, aber irgendwie wird er doch ein bisschen so ins Lächerliche gezogen mit seinem Bergstock so quer. Und den nehmen sie nicht so ganz ernst. Der stört die Kreise von den Jägern dort. Ja, das Nanai von der Alm trennt. Du, das ist. Mit den Almmädchen hat das ja. Insbesondere mit diesen Sennerinnen, da kann man schon den Eindruck kriegen, ja, da kann so jeder Jäger mal rein und das wird nie beschrieben, aber man kann es immer so, man geht da hin und dann läuft da auch was, so ungefähr. Er ist jetzt nicht ein wilder Draufgänger gewesen. Er war verheiratet, er hat Kinder gehabt. Wahrscheinlich hat er den Frauen gern nachgeschaut. Aber er war auch sehr offen, was Frauen oder die Rolle der Frau in der Gesellschaft betroffen hat. Wenn bei ihm die Frauen auf den Mulis geritten sind, haben die Hosen angehabt und sind im Herrensattel geritten und nicht im Damensattel. Oder wenn die Skifahren gegangen sind, diese Art von Langlauf, die es früher gab, dann haben die auch Hosen getragen. Er war halt einfach aufgeschlossener. Ich suche einfach immer nach Frauen. Gab es denn nicht auch eine Frau, die irgendwas gemacht hat oder einen Heimatfilm gemacht hat? Oder in den 70er Jahren gab es da nur Fassbinder und Achternbusch? Und dann muss man halt ein bisschen gucken und dann stößt man auch auf die Frauen. Das ist die Wilhelmine von Hillern, eine Mündnerin. Die sieht auch sehr cool aus, eine schicke Hochfrisur. Und die Wilhelmine von Hillern hat die Geierweile geschrieben, angelehnt an eine junge Tirolerin, die, glaube ich, mit 17 oder so angefangen hat, diese Geier- oder Adlerküken aus dem Nest zu holen zum Schutz der Schafherden, was eigentlich nur die Männer gemacht haben und die Adeligen. Ja, was mich am Charakter der Geierweile natürlich fasziniert, dass sie einfach auch mal eine wilde Frau ist. Also eine Frau, die sich nicht unterkriegen lässt, die nicht das macht, was ihr Vater sagt, die nicht das macht, was das Dorf will. Sie wird verstoßen, holt sich einen, im Film, im Buch ist es anders, aber im Film holt sie sich einen Geier als Freund. Also ihr Freund ist ein Geier, auch so schon ein hässlicher Vogel mit dieser Frau. Und sie sieht auch im Film nicht so lieb aus. Also sie ist ein sehr wilder Charakter, der auch richtig um sich schlägt. Und das finde ich auch gut, das macht sie auch manchmal unsympathisch. Also sie ist dann schon ein bisschen mehrdimensionaler. Widersprüchlich, besonders in Liebesdingen, skizziert Lisa Miller auch ihr alter Ego in Landrauschen, gespielt von Kathi Wolf. Hey, servus. Hi. Hast du ein bisschen Zeit? Ja. Wollen wir was trinken, oder? Ja. Sehr gut, Bier. Ich will Sekt. Frauenpower, erst recht das Spiel mit den Geschlechterrollen, dafür gibt es in der Provinz nur wenig Vorbilder. Entsprechend sorgt die Filmfamilie für Gesprächsstoff. Ja, magst du trinken, Bier oder Sekko? Bier. Ja. Ich habe immer das Gefühl, die Leute halten mich für deppert. Deppert. Also ich finde schon, dass Schwäbisch klingt gleich immer, die sind immer ein bisschen unterbelichtet. Das ist bei allen Dialekten so. Deswegen werden die ja im Film, finde ich, was wir ja anders machen wollten, nämlich dass Menschen, die Dialekt sprechen, auch echte Menschen sind mit Gefühlen und Emotionen und Tiefe. Und Intellekt. Intellekt, ja. Sexuellen Orientierungen, dass die oft so eindimensional dargestellt werden. Also wir brauchen noch einen Trottel in der Serie. Ach komm, der spricht mal irgendwie sächsisch, schwäbisch oder bei. Stimmt, ich würde so gern mein R rollen, das klingt voll gut. Rrr. Ja, bei mir klingt das dann gleich so aufgesetzt. Bringst mir was zum Trinken? Du Fränkisch! Weißt du, meine Mutter hat mir eingeprägt, das R, dass ich das auch immer richtig roll. Also die hat immer vor mir rrrr. Und dann gab es so einen Spruch im Kindergarten, der hieß Rolle, Rolle, Ratata. Wenn Robert einen Roller hat, dann rollt er durch die ganze Stadt. Rolle, Rolle, Ratata. Und dann, meine Mutter wollte, dass sie richtig rrrr.
die kriegt es nie wieder raus. Also, ich finde es echt krass, dass Kathi Schwäbisch gelernt hat, als ob es ihre Muttersprache wäre. Ja, weil ich so oft umgezogen bin, aber immer wieder hierhin zurück. Also wenn ich irgendwo am allerlängsten gewohnt habe, dann hier. Deswegen, wenn mich jemand draußen fragt, wo ich herkomme, ich sage immer aus Schwaben. Aber ich bin gebürtig aus Leverkusen, ganz andere. Und bis Berlin und so. Aber ich, als Kind habe ich das immer adaptiert, damit ich dazugehöre. Ich habe auch immer meine Eltern gefragt, wo ist eigentlich mein Zuhause? Und dann hat meine Mama echt? Mal, ja. Oh, ja, weil ich das krass. Nicht kapiert habe, wenn man als aber Kind... Aber das trifft mich gerade voll. Nein, das braucht dich nicht treffen. Das okay. Ist voll, ja, nein, ja. Das ist wirklich, das ist voll in Ordnung. Ja. Wir sind dann immer so oft umgezogen und habe ich immer gesagt, wo ist mein Zuhause? Und hat meine Mama gesagt, wir sind da zu Hause, wo unsere Möbel stehen. Und dann habe ich gedacht, immer in der Nacht, wenn wir umgezogen sind und die Möbel waren im Möbeltransporter, dachte ich, ich wohne eine Nacht im LKW. Meine Heimat ist der LKW. Zwei Möbel haben. Dann gibt es da noch ein Thema, das scheinbar an Bedeutung verloren hat. Der Glaube. Also ich war ein gläubiger Mensch, bis ich 13 war oder so. Also ich habe auch zu Gott gebetet auf jeden Fall. Und irgendwann kam dann der Punkt in meinem Leben, wo ich es halt einfach nicht mehr geglaubt habe. Beziehungsweise wo ich wirklich damit gebrochen habe. Die Religion ist ein Stück weit Heimat für mich, auch wenn ich kein gläubiger Mensch bin. Also ich glaube, das kann ich schon so sagen, weil es einfach die Dinge sind, mit denen man aufwächst, die Rituale, in die man reinwächst. Und ich persönlich, ist bestimmt bei jedem Menschen anders, aber ich brauche auch solche Rituale und ich suche es mir dann vielleicht auch woanders. Heimat ist insofern eine Ersatzreligion, als der Mensch von Natur aus gläubig ist, aber er glaubt immer weniger an Gott. Wir haben das ja auch statistisch dargelegt, dass durch die Austritte aus den Kirchen und einer gewissen Problematik, die die Kirchen selber verursacht haben, der Mensch eigentlich versucht, seinen individuellen Glauben voranzutreiben. Und das hat sich ausgedrückt in den letzten Jahren durch eine große Hinwendung zu spirituellen Phänomenen. Es gibt also eine östliche Spiritualität, die gelebt wird. Es gibt auch eine Spiritualität, die sich ausdrückt in einer sogenannten Erweckungsbewegung. Und es gibt eine Spiritualität, die sich auch ausdrückt in einer Heimatverbundenheit, die in erster Linie vielleicht nichts mit Gottgläubigkeit zu tun hat, aber doch auch etwas sehr Religiöses ist, nämlich eine über den Einzelnen hinausgehende Verankerung in einer Gesamtheit, in einer sozialen und auch in einer landschaftlichen Gruppierung. Komm, hier, komm. In der Jagdhütte von Max Miller fühlt man sich in eine andere Zeit versetzt. Es gibt kein elektrisches Licht, keine Heizung, auch keine Ablenkung. Hier haben Vater und Tochter die nötige Muße, um endlich gemeinsam Ganghofers Waldrausch zu schauen. Und zwar in der Verfilmung von 1977, in der das fantastische Naturphänomen am glaubwürdigsten dargestellt wird. Betreten verboten. Ja. Schau, der Wald blüht. Ja, sowas gibt's bloß alle 7, 8 Jahre, besonders nach einem harten Winter. Den Waldrausch. Ob der uns wenigstens Glück bringt? Also was Ganghofer da beschreibt, das scheint irgendein Jahr zu sein, wo das unheimlich stark ist. Da kann ich mir vorstellen, dass das da noch viel krasser ist wie bei uns, wie ein Sandsturm. Überall sind gelbe Schleier drauf und so weiter. Und Ganghofer, der, ich sage es mal, interpretiert da eine aphrodisierende Wirkung rein. Das hat sicher nicht direkt mit diesen Pollen zu tun, da bin ich mir ganz sicher.
Und doch reizt der Wald zu immer neuen literarischen Fantasien. Kein Wunder, ist er doch seit der Romantik tief mit unserem Heimatgefühl verwoben. Ei. Eichengal. Heute geht man Waldbaden. Nicola Förg schreibt über diese neue Mode in Flüsternde Wälder. Eigentlich kommt sie aus Japan, vom Baden in Waldluft. Also es ist eine japanische Entspannungstechnik, die meiner Ansicht nach auch nicht eins zu eins auf Europa transferierbar ist. Weil Japan hat natürlich eine ganz andere Tradition, was Entspannungstechniken betrifft. Japan hat auch ganz andere Wälder. Aber es ist natürlich erwiesen, dass bereits der Aufenthalt von 15 Minuten im Wald einem gut tut. Das Einatmen der Waldluft hat tatsächlich messbar gesundheitspositive Effekte. Ist also alles wunderbar. Waldbaden ist einfach auch wieder so ein Marketing-Ding, das der heutige Mensch braucht, hat aber irgendwie, das Kind braucht Namen und die Leute werden so gerne ein bisschen an die Hand genommen. Also mir hat das auch eine sogenannte Waldbademeisterin erzählt. Sie geht mit Leuten in den Wald, die würden alleine sich nicht trauen. Das gibt es ja tatsächlich, eine Rückkehr zur Natur, eine Rückkehr zur Wanderung. Dann wird das Soziotop zum Biotop, wenn man so will. Und diese Mittelbarkeit, die Natur darstellt, dieses Gefühl auch der leiblichen Verankerung in der Heimat, durch das Wandern, durch die Begegnung mit Gras, mit Bäumen, mit Seen, die dem entfremdeten Menschen einer Zeit, in der Digitalisierung einen doch sehr viel stärker an das Display bindet und an eine virtuelle Welt. Diese Rückkehr in die reale Welt quasi, die Heimat verspricht, ist ein sehr, sehr starkes Bedürfnis, das man psychologisch erklären kann und fast religiös. Heimat. Eine Sehnsucht, die wie ein Klischee erscheint, die unter Kitschverdacht steht und politisch vereinnahmt wird, die in Wellen kommt und wieder geht. Und doch bleibt die Sehnsucht nach Heimat im Kern stets dieselbe. Es ist der Wunsch nach einer überschaubaren Welt. Der Wunsch, von allen Zwängen losgelöst, einfach angenommen zu werden. Da zu sein.